auf! Volles Rohr, fuck! Hit auf mich, Mann! Moin, moin, Leute! Grüß euch, YouTube-Gemeinschaft, Jungs und Mädel. Endlich wieder mal zu einem neuen Video da von mir, meinerseits aus kurz. Und was kann es auch sein? Ein neues Arc-Video war natürlich 2 Wochen her. Hab einen Spielstand gelöscht. Einfach aus dem Grund, ja, es war ein bisschen scheiße, hat mir alles ein bisschen angekotzt da. Letztens haben wir diese Baumhäuser da gebaut, diese Baumhausteile. War jetzt einfach nicht spannend, überhaupt beschissen irgendwie. Aber ja, da sind mir natürlich meine Vögel alle eingegangen, die Adler, Mikroraptoren, lassen Grüße an euch raus, scheiß Hurnsviecher, Gedöns. Und habe ich nicht wirklich mehr Bock gehabt da hinzufliegen. Das ist meine neue Base, die zeige ich euch nachher noch. Bisschen kurz, aber hauptsächlich in dem Video wird es gehen, wie man den Titel seht. Habe ich mir gedacht, da lungert nämlich in der Nähe ein Alpha-Raptor rum. Und die haben eine wunderbare Dilo-Armee, mit der möchte ich probieren, diesen Alpha-Raptor nur mit Dilos aus dem Leben zu ficken. Mal schauen, ob das funktioniert. Das ist mein Fall in meinem Flamingo, Level 84, hallo. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Mein Mammut, Manfred, hallo. Oh, der hat ein Level, werden wir jetzt nicht leveln. Und ein Kilo. Jetzt haben meine zwei wichtigsten Viecher mehr, brauche ich endlich nicht. Brown Sugar haben wir unten noch, ein brauner Rex. Brown Sugar, ja. Brauner Zucker, nicht? Ja, und ja, das ist mein Base da. Seht ihr das Haus auf dieses Dach da? Auf das Dach bin ich schon sehr, sehr, sehr stolz. Ich hab noch die K-Taste aktiviert. Wunderschönes Dach, nicht? Und wenn man da weiter rausschaut, habe ich schon mal angefangen. Ne? Das Obergeschoss hier soll mein überfetter Flughafen sein für die ganzen Flugsaurier. Und da unten folgt uns noch immer das Lacoste. Hallo, Krokodil. Schwind einmal auf passiv pfeifen. Und ja, das ist da herum mein Flughafenplatz. Das, und unten, wie man sieht, wenn man da runterschaut, das soll alles noch Base werden. Richtige Base, quasi. Terrassenbase. Oder Tiefgarage-Base. Abgezäunt natürlich für die ganze Scheiße. Da unten läuft mein Calimero rum. Hallo? 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 Schaut euch seine Klauen an. Mit seinen Krallen. Ne? Stimuliert er da diese ganzen Viecher und beschert mir relativ gut die Eier. Nicht? Der wundert da. Und das sind jetzt meine Dilos. Und das wird jetzt dann das Projekt werden, was der Kern dieses Videos sein wird. Ja. Nun gut. Warum ist der jetzt auf einmal da? Dieser Flamingo? Okay. Flinker Finger habe ich noch. Das geilste Viech ever. So, bevor wir jetzt mit diesem Großprojekt natürlich starten, muss ich etwas mitnehmen. Mal schauen, ob ich tatsächlich Enterhaken, immer nämlich Enterhaken herstellen lassen, denn ich gehe den Kampf ohne Flugsaurier ein, habe ich mir gedacht, um ein bisschen, ja, diese Feigheit aus dem Weg zum Räumen. Ich gehe in Bodenkampf nur mit Dilos gegen Alpha Raptor, meine Damen und Herren. Natürlich die Stack-Mode, wie man sieht, 5000 Tatch da in meiner Kiste. Kann man sich gönnen. Leder, wo ist mein ganzes Leder? In der Werkbank. So, dann brauchen wir jetzt noch dieses Zement. Munition. Fasern, habe keine Fasern mehr, doch. Und dann brauchen wir noch Steinpfeile. Ja, leck mir die Eichel ab. Typisch für mich. Komplett, obwohl haben wir jetzt 27. Komplett unvorbereitet da diese Aufnahme starten. Aber das kennt ihr ja von mir. Geduld muss sein. So, brauchen wir noch Steinpfeile, wie gesagt. Und Tatch. So.
wenigstens mit diesen Enderhaken weiter das Geschehen reißen probieren. So. So. Die rüsten wir aus. Denn dieser Enterhaken. Ja, mit denen zu spielen macht mir schon richtig Spaß, ne? So, dumm, dumm. Ist ein bisschen zum Gehen, wahrscheinlich werde ich das ein bisschen schneiden, bevor ich tatsächlich für einen Alpha Raptor bin. Aber zuerst einmal, jetzt nehmen wir mal unser Amedo mit. So, Kali ist da. Sandy. Siri. Wilhelmine. Und Desire. Übrigens, wie man sieht, gestörte Level. Und was ich dazu sagen muss, das ist eine einzige Familie. Da war nämlich quasi ein ebenerdiger Josef Fritzl-Keller. Und der Simon hat ihn fest Druck gemacht. Das ist quasi eine reine Vater-Tochter-Produktion. Weil die Mutter hat man schmeißen können. Das war, glaube ich, die Wilhelmine. Ich bin nur einmal rübergelassen. Danach hat müssen die Tochter den Job erledigen. Jetzt werden wir noch schneller mal die ganzen Viecher natürlich durchleveln. Meine Herren, 4 Levels verfügbar. Und schaut euch das an. Der 1055,2% Gesundheit. Auf das gehen wir natürlich weiter. Zu 378. Weil die geben immer, als ob man ausbrüten. Halt einmal ein Maul, Calimero. Zufällige Werte. Weil wenn ich mir jetzt anschaue, diese D-Serie. 527,5% Damage. Natürlich hat er einen Grunddamage von 0, Josef, ist mir natürlich klar, aber trotzdem. So ein bisschen Mischung. Mit der Mischung wird es auf jeden Fall was werden, denke ich. Gut, der wird wahrscheinlich gleich als erstes sterben. Die Siri noch leveln. Geht mal auf die Eier, dieser Calimero. So, dann müssen wir auch noch leveln. Auf Gesundheit. Da habe ich nämlich noch Dilos. Das muss die Schlacht von Sterling neu geschrieben werden. Dilo versus Alpha Raptor. Und schaut euch den Energiebalken von Simon an. Ein Dilo mit 2434 Gesundheit. Sieht man nicht alle Tage. 2500. Normalerweise müsste das was werden. Bin guter Dinge. So, 2684, gerade geknackt. Mit dem Dilo. Wer ist denn das überhaupt? Das ist die Denise. Hallo Denise. Die Verschollene, warum Verschollene, ist mir anfangs abgehauen und habe ich ewig nicht gefunden. So Leute, mit den Dilos, wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir quasi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Kommt's? 6, 7, 8. 9, 10, 11 Dilos ziehen, werden wir jetzt in den Krieg ziehen und versuchen, boah, ich hoffe, der ist ein Alpha Raptor, normal gegen diese High Gesundheit Dilos dürfte normal keiner einen One-Hit-Kill machen. Und sie haben auch noch diesen perfekten Special, in den Alpha Raptor blenden sollte, nicht? So. Da ist sie, die Armee. Die Dilo-Armee. Scheiße. Ja, ich habe mich für das Video deshalb entschieden, weil quasi ihr Job getan worden ist. Jetzt haben wir das Kibbel beschert für den Enko und für dieses Manfred. Mit Level 120, der farmt man Holz ohne Ende, Leute. Ohne Ende, glaubt es mir. So. Wie sie sich aufgereiht haben. Schaut euch das an, wie geil es ausschaut. Wie die mir da folgen. Meine Dilos. Dilos, so. Mein Gott, ich bin richtig nervös gerade. Ich brauche einen Schluck Wein, Leute.
Was ich jetzt nicht geschaut habe. Normalerweise mit einem Pfiff, ja, scheiße. Muss ich alle auf mein Ziel angreifen. Normalerweise kann ich das wohl mit einem Pfiff erledigen, aber ich gehe nun mal sicher. Versteht ihr das? Nun mal auf sicher gehen, damit ich jeden einzelnen da anvisiere mal kurz. Wobei die neutrale Stufen endlich abpasst, weil das wird ein Nahkampf werden und sobald dieser neutrale Dilo wie sagt man denn, sich angegriffen fühlt, wird er eh draufhauen. Ne? Oh, man sieht nur Nomen, man sieht nur Nomen. Vielleicht sollte ich bald einmal die Backspace-Tasten aktivieren. Aber man stört nicht, stört es nach. Also ich finde, das stört nicht. Stören würde es und in dem Moment, wenn da tatsächlich die Damage-Zollen aktiv werden, dann wird es richtig beschissen werden. So Leute, die Aufnahme geht 11 Minuten, können wir endlich so stehen lassen. Gehen wir in aller Seelenruhe mit Gemütlichkeit, ohne Schneiden, diesen Alpha-Raptor jagen. Mein Herz pocht, ich kann wirklich nicht mehr. So lange hintrainiert, so lange diese Dilos da gezüchtet, wenn das jetzt ja nichts wird. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich krieg, glaube ich, dann einen Horis. Und was noch ärgerlich wäre, wenn dieser Dilo jetzt auf einmal nicht mehr da war. Ich zieht am ganzen Leib vor lauter nervös. Ich würde gerne den Kampf gewinnen. Meine Damen und Herren! Wir würden irgendwo lauert. Es ist nicht mehr weit. Natürlich ist da jetzt ein Schneegebiet, da ist mal kalt, denn ich habe nur ein Käferbock. Ich hab nicht einmal meine, Handschmied. Scheiße. Wir sind mal vorhin eingegangen, wo ich Lacoste gezähmt habe. Also das Krokodil nicht. So, dorten irgendwo wird man gleich rot leichten sehen. Ne? Dann geht's dahin, Leute. Dann geht's dahin. Ich hätte wenigstens ja wohl einen Pfeil bei abfeuern. Ne? Einen Pfeil. Quasi den ersten Hit, wo sehr keinen Schaden macht, wo ein bisschen halt da ein paar Schaden werde ich auslösen. Und dann. Where is the fight? One? So. Sind wohl alle noch da. Kommen mal weniger vor. Ah, es werden schon alle sein. Alpha Raptor. Übrigens, der ist Level 20. Wo es ein zusätzliches Problem darstellt. Level 20 Alpha Vieh. Und es regnet noch dazu. Ist es jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil? An der Stelle habe ich Manfred gezähmt. Übrigens mit Raptor-Kibbel. Itzy Bisi Lemon Squeezy an vor Geschichte. 5 Sekunden Effektivität, 50 Level Up. Hm, kann man sich gönnen. Wo ist dieser Alpha-Raptor? Dort, oder? Ist er das? Ist das der Alpha-Raptor? Er ist es. Scheiße. Jetzt darf es noch einen Rückzieher geben, aber jetzt bin ich schon da. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So. Weiter. Jetzt geht's dahin. Er wird direkt, sobald ich einen Schuss auf ihn gib, wird er mich ansprinten. Er soll nicht auf mich gehen, sondern auf die Dilos, sonst kriege ich ein Problem. So. Ideal wäre, wenn ich den ersten Hit land. Fuck. Hat er sich bewegt. Ich zieht am ganzen Leib. Bin noch nie ohne Rex oder ohne über ihres Reitvieh, nur mit Dilos. Das ist mein erstes Mal. Okay, vielleicht sollte ich das so machen schnell.
Warte jetzt so in Sicherheit. So. Mit auf, hä? Perfekt. Perfekt, Leute. Ich bin in Sicherheit und da können wir jetzt perfekt den Kampf anschauen. Ne? Jetzt muss ich nur den ersten Hit landen. Wo ist jetzt der Alpha Raptor? Oh, fuck you, Nebel. Ich kann oben nicht sprinten übrigens. Sie ist schon ziemlich deuser. Jetzt attackiert er mich. Dinos drauf! Die Dinos gehen auf! Die Dinos gehen volles Rohr auf! Oh bitte, mein Gott! Jawohl! Er wehrt sich nicht! Ich muss runter, damit man das sieht! Jetzt drauf! Volles Rohr, fuck! Hit auf mich, Mann! Jawohl! Gibt's ihn, gibt's ihn! Fuck you! Gibt's ihn, gibt's ihn! Gibt's ihn! Er geht nur auf mich, dieses Arschvieh! Ich muss den Kreis laufen! Gibt's ihn! Gibt's ihn! Scheiße! Futt, dreckiges Mistvieh! Ich muss schnell rüber wieder. Schauen, wie das jetzt ausschaut. Hätte doch mit dem Flugsaurer. Ich wollte den Kampf richtig unfair gestalten. Für mich also. Und das war letztendlich unfair. Laut Anzeige ist noch kein Dilo tot. Oh Mann. Satz mit X war wohl nix. Z drücken, Z drücken. Zehngruppe 9, okay. Wahrscheinlich alle Lilos hin. Das wäre ein trauriger, trauriger Moment. Wo sind die Lilos? Haben sie den Alpha Raptor gekillt jetzt? Wo ist der Alpha Raptor? Hallo? Alpha Raptor down oder wie? Irgendwem ist er da Level. Ja, komm, oder ziemlich viel. Ja, er hat ihn gekillt. Desiree eben mit diesem gestörten Nahkampf schon. Schaut euch das an. 562,7. Ah, schon, tut mir leid, dass wir das nicht gesehen haben. 15 mal Primate abgelootet und einen fertigen Revolver. Einen fortschrittlichen Revolver. Ach du Scheiße. Hätte das. Lieber war mir das, wenn man das gesehen hätte. Aber leider. Ihr probiert abhauen? Er ist permanent mir nachgelaufen, die Dilos waren zu langsam. Ach Scheiße. Ja, kann man nichts machen. Aber tatsächlich ein einziger Dilo ist down gegangen. Es ist richtig nice. Die Dilo Army. Danke. Puh. Oh, ich kann nicht mehr. Dilo Army hat es doch tatsächlich geschafft. Ich werde noch einen einsammeln. Vorher hole ich mir noch den Drop. Aber so viel dazu, das war der Kampf, das Video, ja, letztendlich erfolgreich, aber ich wäre gerne dabei gewesen. Beim kompletten Kampf hat sich leider nicht ergeben. Jetzt sitzen wir da nun mit Unterhosen auf dem Double Chara. Bleibt da nur zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Content lässt grüßen, wird es in nächster Zeit wieder mehr Arc natürlich geben.
und in Produktion ein Rainbow Six Siege Video natürlich wieder von einem Zuschauer. Ein Wunsch, Tipps und Tricks. Sehen wir uns dann hin. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao. Dillos.